Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Guild Wars 2. Dieses Video wird eine Einleitung zu Guild Wars 2 sein, also mit der Charaktererstellung und allem drum und dran. Und im nächsten Part fange ich dann mit dem aktuellen, also mit dem eigentlichen Spiel an sich an, weil die Vorbereitung und Charaktererstellung ja immer so ein bisschen Zeit braucht. Okay, fangen wir erstmal an mit dem ersten Schritt. Und zwar das Volk wählen. Wir haben, können uns entscheiden zwischen 5 Völkern. Und zwar gibt es da zum Beispiel Menschen. Die Menschen haben ihre Heimat, ihre Sicherheit und ihren früheren Ruhm verloren. Selbst die Götter haben sie im Stich gelassen. Und doch ist der Geist der Menschheit ungebrochen. Diese tapferen Verteidiger Krytas kämpfen mit der gesamten Macht, die hinter ihnen steckt, weiter. Okay, wir könnten auch einen Char spielen. Das Volk der Char wurde im gnadenlosen Feuer des Krieges geschmiedet. Das ist alles, was sie wissen. Das Krieg macht sie aus und nur ihr Streben nach Herrschaft treibt sie an. Schwächlinge und Narren haben keinen Platz unter den Char. Nur der Sieg zählt und muss mit allen Mitteln um jeden Preis errungen werden. Dann gibt es die Norn. Dieses Volk von hünenhaften Jägern muss einen schweren Schlag einstecken, als der Eisdrache aus seiner Heimat in den Gletschern vertrieb. Was? Als der Eisdrache es aus seiner Heimat in den Gletschern vertrieb. Dennoch lassen sie sich ihre Freude am Leben und der Jagd nicht durch eine verlorene Schlacht verderben, wie schmerzhaft diese auch gewesen sein mag. Sie wissen, dass nur der letztendliche Sieger legendäre Belohnung einstreichen wird. Dann gibt es noch die Asura. Diese eiche magischen Erfinder mögen von kleiner Statur sein, aber sie sind intellektuelle Riesen. In der Welt der Asura überleben nicht die Starken, sondern die Schlauen. Andere Völker glauben, aufgrund ihrer Macht und Kraft herrschen zu müssen, aber das ist ein Irrtum, denn schon bald werden alle den Asura dienen. Das klingt recht creepy. Und dann gibt's noch als letztes Volk die Silvari. Die Silvari werden nicht geboren. Sie erwachen unter dem blassen Baum mit dem Wissen aus einem gemeinsamen Traum. Diese noblen Wesen sind Reisende, Abenteurer und Suchende. Sie versuchen, Neugier mit Pflichtbewusstsein, Eifer mit Ritterlichkeit und Kriegslust mit Ehre in Einklang zu bringen. Um die Zukunft dieses Volkes, das erst vor kurzem in dieser Welt erschien, ranken sich Magie und Mysterien. Und weil es auch die neue Rasse in Guild Wars, das neue Volk in Guild Wars 2 ist und ich es auch persönlich noch gar nicht gespielt habe, würde ich sagen, wir spielen die Silvari. Okay, männlich oder weiblich? Ich bin mal für männlich, glaube ich. Ja, ich bin für männlich. Okay, dann gibt es hier noch 8 Klassen, aus denen wir wählen können. Angefangen mit den Waldläufern. Waldläufer sind wahre Experten mit dem Bogen. Sie vertrauen auf ihr scharfes Auge, eine ruhige Hand und die Macht der Natur. Um ihre Feinde zur Strecke zu bringen. Ihre treuen Tiergefährten, die sie selbst zähmen und ausbilden, lenken Feinde ab, während die Waldläufer sicher aus der Entfernung zuschlagen. Waldläufer tragen mittlere Rüstung. Dann gibt es die Elementarmagier. Die nutzen Tyrias Kräfte der Natur. Sie beziehen ihre zerstörerischen Kräfte aus ihrer Verbundenheit zu den 4 Elementen, aus denen die Welt besteht. Sie können Luft, Feuer, Erde oder Wasser beschwören, um ihre Feinde anzugreifen. Sie tragen leichte Rüstung. Ich habe auch schon einen Elementarmagier und einen Waldläufer gestartet in Guild Wars 2 selbst. Elementarmagier gefallen mir persönlich sehr gut, aber ich würde jetzt mal gucken, was es sonst noch so alles gibt. Und zwar gibt es da noch die Nekromanten. Die sind Meister der dunklen Künste. Sie rufen die Toten zur Unterstützung im Kampf herbei, kanalisieren Blutenergie und zerreißen die Seelen ihrer Feinde. Zudem entziehen Nekromanten ihren Opfern die Lebensenergie, um sich selbst zu stärken oder andere zu heilen. Nekromanten tragen leichte Rüstung. Dann geht es weiter mit den Kriegern. Krieger beherrschen die Kampfkunst bis zur Perfektion. Um zu überleben, verlassen sie sich auf ihre Geschwindigkeit, Stärke und schwere Rüstung. In Klammern Kriegertrischrang, schwere Rüstung. Ach nee. Sie sind vielseitige Kämpfer und profitieren von offensiven und defensiven Fertigkeiten. Krieger inspirieren ihre Verbündeten und demoralisieren ihre Feinde. Klingt auch ganz interessant. Dann gibt es noch die Diebe. Diebe sind in der Kunst der Heimlichkeit bewandert. Sie nutzen das Überraschungsmoment und die Schatten, um näher an ihre Feinde zu rücken und sind im Kampf von Angesicht zu Angesicht tödliche Gegner. In der Regel tendieren sie dazu, Fallen aufzustellen und dahin zu gehen, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Okay, weiter geht's mit den Wächtern. Wächter spezialisieren sich auf schützende und verteidigende Magie. Ihre Leidenschaft und Macht wird von einer tiefen Loyalität gegenüber ihren Verbündeten angetrieben. Zudem sind sie sehr geschickt im Umgang mit verschiedenen Waffen, die sie wirkungsvoll gegen ihre Feinde einzusetzen wissen. Sie tragen schwere Rüstung. Dann die vorletzte.
Klasse sind die Ingenieure. Ingenieure sind Meister der Technik und Alchemie. Sie besiegen ihre Feinde mit Gefechtstürmen, Granaten, Elixieren und allerlei anderen beeindruckenden Geräten und Gebräuen. Sie tragen mittlere Rüstung. Und als letztes gibt's die Mesmer. Mesmer sind Meister der Illusion. Ihre mentale Magie kann Gegner verwirren, kontrollen oder die Gefühle in ihnen wecken. Mit nur einer Handbewegung können sie ihre eigenen Illusionen verschwinden lassen und so einen noch größeren Effekt erzielen. Ich finde, das klingt eigentlich auch ganz interessant. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich zwischen Dieb, Mesmer und Ingenieur, was ich davon spielen soll, und habe mich jetzt für den Mesmer entschieden, weil ich das eine sehr interessante Klasse finde. Wow, war die Musik gerade laut. Und deswegen würde ich mal sagen, wir probieren es einfach mal mit dem Mesmer aus. Jetzt können wir noch unseren schicken Silvari stylen. Wir können ihn klein und groß machen. Ich würde ihn einfach mal so recht... Ich würde sagen, wir machen ihn gar nicht so groß, weil er ja ein Mesmer ist und die sind ja eher so magisch und nicht so die Draufkloppy-Typen. Können wir mal irgendwie... Kann der mal... Ah, okay. So ist er ein bisschen breiter gebaut. Oh, ganz breit gebaut. Können wir dir mal irgendwie die Kleidung ausziehen, damit wir auch wirklich sehen, wie er aussieht? Oder geht das nicht? Oh mein Gott, was hat der denn an? Okay, anscheinend geht's nicht. Dann machen wir das so. Weil ich hätte jetzt halt gern gesehen, was ich da gerade erstelle. Oh nee, das sieht aber komisch aus. Ah, bei Hautmuster, wenn wir da was einstellen? Das gibt's doch gar nicht. Einen Moment. Kann ich nicht? Aha, Rüstung ausblenden. Perfekt, okay. Dann gucken wir mal auf den Körperbau. Ah, da kriegen die dann quasi... So eher so faserige Haut, okay. Das sieht vielleicht ein bisschen arg übertrieben gut gebaut aus, oder? Das ist so mega perfekt irgendwie. Das sind so die ganz dünnen, das sind die mitteldünnen und das sind so die... Ich bin super gebaut und habe Blätter am Körper. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich auch einfach... Na ja, warum nicht? So nach dem Motto, so sieht man auch im echten Leben immer aus, ne? Oh, okay, also wir können alle Farben des Regenbogens auswählen. Für unseren Silvari. Das ist ja Nachtholz. Sonnenaufgang. Uiuiuiui, okay. Ne, ich würde, glaube ich, dann schon auch eher sowas wie Pflanzenfarbe nehmen. Oh, Jade finde ich cool. Vom Namen her. Oh, düster Petrol. Ne, Jade ist schöner. Frische Minze. Das ist ja erfrischend. Aber sieht schöner aus als Jade. Fällt mir gerade auf. Waldgrün. Und wenn wir sowas nehmen, was so ähnlich aussieht wie... Schwarzkirsche. Grüne Olive. Oh Gott, die Farben sind alle so cool irgendwie. Frost. Frost gefällt mir auch. Ich glaube, ich nehme Frost. Weil mit Frost kann man viel machen. Weil ich meine, man kann ja auch später die Rüstung von denen ändern, von den Farben her. Und da passt dann viel dazu. Weil wenn ich jetzt irgendwie sowas nehme wie grüne Olive, und dann nehme ich was Blaues, dann beißt sich das eher. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Okay, also er kann so ganz ohne irgendwas sein. Oh, okay. Okay, er kann so dunkle Schlieren haben. So Punkte. Also wir sollten ihm ein Hautmuster machen, weil ich weiß, dass die Hautmuster, glaube ich, im Dunkeln leuchten. Und das finde ich mega genial. Nee, das ist mir irgendwie zu strähnig. Das ist ganz cool. Das hat auch was. Uiuiui, ist mein Computer laut. Aber ich glaube, ich bin entweder hierfür. Ich mag die Punkte da hinten drauf, die finde ich total cool. Oder dafür. Ich glaube, ich nehme das mit den Punkten. Das hat irgendwie was. Das finde ich eindrucksvoll. Okay, dann gucken wir noch, wie wir die Muster färben. Ob wir das einfach in so einem dunklen Grün machen. Omahagoni ist ja cool. Oder sowas Helles? Nee, das sieht blöd aus. Holzkohle? Nee, ganz sicher nicht. Ich glaube, ich bin für Mahagoni. Das fand ich toll. Oder Kastanie? Nee, Mahagoni. Oder schwarze Rosa? Nee, Mahagoni. Okay. Und was ist das? Ah, die Leuchtfarbe. Ah, wie sie dann leuchtet. Im Dunkeln. Habe ich es doch gewusst.
Also ich will auf jeden Fall, dass es ganz schön leuchtet. Das finde ich cool. Das ist ja, gerade deswegen habe ich es ja genommen. Nee, dann soll das rot sein im Dunkeln. Oder Lachs. Lachs ist besser. Ja, dann nehme ich Lachs. Okay, Kopfoptionen. Die sieht man ja gerade super gut. Habe ich dem diese Gesichtsding gegeben? Oh, das sind seine Haare. Okay. Kann ich den... Ist das, hat das mit dem Kopf, mit den Körpermerkmalen zu tun, dass der so aussieht? Einen Moment, Hautmuster. Nee, das ist immer so. Wenn ich Körperbau nehme. Okay, das ändert sich auch nicht. Nur dann hat der immer so ein Gesicht. Okay, das kann man wahrscheinlich hier bei Gesichter ändern. Okay, dann geht es jetzt erstmal um seine Frisur. Oh, okay. Ja, das ist so das Interessante an Silvari. Die haben halt, weil sie Pflanzenwesen sind, auch Pflanzen am Kopf. Das ist ja eine schicke Frise. Die ist mir ein bisschen zu Beachboy-mäßig. Okay. Oh mein Gott. Voll schick. Will ich unbedingt haben. Oh nee, das ist mir... Das mag ich nicht so. Also entweder ich nehme die hier, aber ich glaube, ich fand die am coolsten. Die hat sowas. Und die finde ich cool. Die hat was. Okay, das sind die das ist die Haarfarbe. Mitternachtsgrün. Nee, das ist dann ein bisschen arg eintönig. Ich würde gerne was Braunes haben. Das ist toll. Glaube ich. Patina. Das sieht ja Hammer aus. Sonnenuntergang. Nee, das ist alles nicht so schick. Khaki. Oh, Khaki finde ich aber auch schön. So vom Namen her jetzt nicht unbedingt, aber... Okay, ich guck mal zwischen Khaki und... Patina. Nee, das gefällt mir mehr. Okay, dann Gesichtsform. Aha. Oh Gott, okay, zum Glück. Ich dachte nämlich schon, das könnte ja dann interessant werden. Ich will irgendwas, was noch halbwegs menschlich aussieht. Das finde ich cool. Okay. Was finde ich davon besser? Wenn ich da die Augen noch weiter aufmache, gefällt mir das besser als... Obwohl... Das finde ich auch irgendwie cool. Die Frisur... das ist so ein bisschen, als hätte er einen Bart. Das finde ich cool. Dann nehme ich das da. Oh, ach so, hier kann ich dann wieder die... Dingsfarbe ändern. Okay, nee, das brauche ich nicht. Die Ohren würde ich eigentlich schon gerne lang lassen. Okay. So ein Baumstumpf, voll sexy. Nee, ich hätte schon gern... Ohrenspitzen. Ui! Die sollen so... Das ist so... Okay, sie sollen nicht unbedingt aussehen wie Hermesflügel. Nee, die fand ich toll. Okay, und die sollen auch nicht so übertrieben lang sein. Das sieht ein bisschen albern aus, finde ich ehrlich gesagt. Okay, Gesichtsdetails. Ich hoffe, ihr seid mit meinen Entscheidungen zufrieden. Uiuiui, oh Gott, okay. Frühling. Frost. Ich glaube, ich nehme wieder Frost. Oder Schatten. Oh, Schatten finde ich toll. Blussstein, Walnuss. Nee, Schatten mag ich. Okay. Stört mich irgendwas? Die Augenbrauenposition. Nee, die stört mich eigentlich nicht. Augenbrauenwinkel sieht man sowieso nicht. Augenbrauengröße stört mich auch nicht. Irisgröße. Nee, das sieht dann creepy aus. Oh Gott. Ich glaube, ich mache die auch so ein... Nee, ich finde sie eigentlich so perfekt, wie sie im Moment sind. Die kann man runter und hoch machen. Das stört mich eigentlich. Ich glaube, ich lasse das alles gleich. Oh, ich mache ein bisschen offenere Augen. Das sieht cool aus. Dann sieht er irgendwie freundlicher aus. Und so ganz große Augen. Okay, die machen die nur weiter. Aber die lasse ich auch ein bisschen größer. Und Umfang? Macht sie auch größer. Nee, das lasse ich so. Ich glaube, so gefällt es mir. Okay. Ändert eure Nase. Punkt. okay. Nasenflügelbreite. Gott, was man da alles einstellen kann. Das finde ich immer cool, aber ich bin da auch zum Glück nicht der, der sich so super verkünsteln muss. So, ich finde nicht, dass die Nase zu klein sein sollte. Das ist die Nasenrückenhöhe. Die Größe finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht so ein Ticken. Okay. Okay. Nee, dann mache ich das so. Okay. Nasenlänge gefällt mir, glaube ich, auch.
Ui. Okay. Wo ziehe ich sie hin? Ne, das sieht ja eklig aus. Ne, ich lasse sie nochmal. Okay, Mund. Finde ich eigentlich gut. Habe ich nichts dran auszusetzen. Ich meine, ich kann nochmal gucken. Ah, kann ich ein bisschen breiter machen. So. Oh ja, so ein bisschen breiteren Mund. Auch ganz cool. Okay, Kopfform. Kieferbreite. Nee, den lasse ich genauso, wie er ist. Das ist ganz gut so. Kinnlänge brauche ich auch nicht. Kopfbreite lasse ich vielleicht so ein bisschen breiter, als es im Moment ist. Und Größe lasse ich so, weil sonst ärgere ich mich danach nur drüber. Was hat er da an? Diese Maske ist hässlich ohne Ende. Das ist nicht mehr feierlich. Okay, ich ändere kurz mal alles in... Irgendwie sowas. Es ist jetzt ein bisschen arg grün, aber ich kann es ja danach auch ändern. Oh, grün-blau ist cool. Gefällt mir. Grün-blau. Ton. Wow, das ist cool. Aber ich will dazwischen noch irgendwie was, was ein bisschen dunkler ist. Nein. Was ist das? Was? So? Ja, mache ich so, sonst ist mir das zu blau auf einmal. Blau, Ton, Ton. Was auch immer ich da gerade geändert habe. Ah, seine Maske. Ja, die werde ich sowieso als allererstes absetzen. Die ist hässlich ohne Ende. Und grün-blau und grün-blau. Oder das auch so. Oder ich ändere das noch in blau. Und mache das hier beides so. Jupp, finde ich gut. Okay, dann geht's weiter mit seiner Geschichte. Die Maske eines Messmers erschafft ein Image. Ich begegne der Welt am liebsten mit einem Trugbild des Kummers. Ich zeige der Welt ein Gesicht, das von Trauer gezeichnet wurde. Es ist zu schade, dass ihr nicht hinter die Maske sehen könnt, um herauszufinden, ob ich heimlich lache oder nicht. Ein Harlekin-Lächeln. Oh mein Gott, sieht diese Maske mal wild aus. Es bedarf Mut, sich seinen Ängsten zu stellen und seine Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Lasst sie euch nie ohne ein Lächeln sehen. Oder ein gezahntes Schreckbild. Ich bin ein Flüstern in der Nacht, Augen, die in der Dunkelheit glühen. Ich stehe in den Schatten und meine Maske ist das Monster, das sie fürchtet. Ich glaube, ich bin fürs Lächeln, weil ich jemand bin, der eher optimistisch durchs Leben geht. Auch schwierige Situationen bemeistere ich mit Charisma. Wenn ich in Stimmung bin... Wow, okay, wenn du in Stimmung bist, kann mir niemand widerstehen. Ich weiß genau, was ich sagen muss, um Leute aufzuheitern oder zu ermutigen. Würde. Ich bewahre meine Würde, selbst wenn ich bis zu den Ohren im Schlamm stecke. Aus diesem Grund werde ich respektiert. Ernsthaftes, rücksichtsvolles Benehmen ebnet den Weg zum Erfolg. Oder Wildheit. Ich bin vom wilden Wesen. Mit Gewalt zu drohen bringt mich weiter als sonst etwas. Das liegt in meiner Natur, auch wenn ich versuche, meine Kräfte für gute Zwecke einzusetzen. Ich bin für die Würde. Ich träumte von einer Quest, die mich auf den Plan ruft. Es war eine Vision des grünen Ritters. Ich sah einen mächtigen Ritter in grüner Rüstung. Sein Gesicht war nicht erkennbar. Er war besiegt, doch er gab nicht auf. Er wurde getötet, doch er starb nicht. Sollte ich es wagen, ihm in der Schlacht gegenüberzutreten? Okay. Der weiße Hirsch. Der weiße Hirsch ist ein magisches Geschöpf, ein unsterbliches Wesen von großer Macht. Es heißt, der weiße Hirsch biete einen magischen Segen für seine Freiheit, doch erstmal muss ich ihn fangen. Das finde ich cool. Okay, oder ich träumte vom Mondschild. Der Mond ist ein mächtiges Symbol für Heilung und Magie. Jeder, der träumt, wird vom Mond beschützt und soll Treue und Tapferkeit kennenlernen. Ich hoffe, ich bin einer solchen Vision würdig. Ich fand, der weiße Hirsch klang am coolsten. Ich glaube, die wichtigste von Ventares Lehren lautet, handle weise, doch handle. Zu wissen, was richtig ist, ist eine Sache. Die Welt zu verändern, eine ganz andere. Wir haben alle unsere Bestimmung. Durch meine Taten werde ich mich hervortun und damit auch Tyria in einen edleren Zustand versetzen. Alles hat ein Recht zu wachsen. Die Blume ist die Schwester des Unkrauts. Verschiedene Meinungen sind gut. Meinungsverschiedenheiten sind gesund. Niemand sollte dafür verurteilt werden, dass er anders ist. Ich werde für die Rechte aller einstehen. Oder gehet, wohin das Leben geht. Die Welt ist ein wunderschöner Ort im ständigen Wandel, die für uns zum Erforschen, Genießen und Beschützen erschaffen wurde. Aus jeder Erfahrung werde ich eine Lehre ziehen und durch mein Wachstum werde ich im Gegenzug mehr zu bieten haben. Ich fand das gut, aber ich glaube, ich nehme dann doch das hier. Der...
Der blasse Baum weckte mich während des Zyklus des Tages. Tagsüber erweckte Silvari lösen Probleme, indem sie auf direkten Konfrontationskurs gehen. Wir sind die Krieger, Jäger und Reisenden, die alles selbst erleben und am eigenen Leib erfahren und die Aufregung der Gefahr genießen, um sich wahrhaftig am Leben zu fühlen. Oder im Morgengrauen. Die Morgengrauen-Leute sind redegewandt, diplomatisch und vorausschauend. Wir sind auf besonders enge Weise mit unserer Umgebung verbunden und ausgesprochen einfühlsam auch anderen Völkern gegenüber. Oder die Abenddämmerung. Damit ist man neugierig und nachdenklich. Wir lieben es zu lernen und verbringen unsere Zeit mit Lesen und Studien. Wir sind intelligent und die Komplexität der Magie fasziniert uns. Ja, das passt doch dann besser zum Mesmer, oder? Oder der Zyklus der Nacht. Wir sind Geheimniskrämer und zurückhaltend mit Informationen. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen und kommen und gehen, wann es uns beliebt. Körperlich wie geistig, immer auf der Höhe. Ich glaube, ich nehme die Abenddämmerung. Okay. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Würde. Der blasse Baum hat mich während des Zyklus der Abenddämmerung geweckt. Die wichtigste von Ventaris Lehren ist, vom kleinsten Grashalm bis zum höchsten Berg gehet, wohin das Leben geht. Ich träumte von einer Quest, die mich auf den Plan ruft. Die Vision des weißen Hirschs. Die Welt steht immer nur mein... Was? Die Welt sieht immer nur mein Harlekin lächeln. Dies ist meine Geschichte. Gezeichnet. Oh je, wie nenne ich ihn? Okay, ich würde sagen, wir benennen ihn in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Vorfolge hat euch gefallen. Und dann starten wir nächste Woche mit der ersten Folge von Guild Wars 2.